immer, wie Linda Tag 3 schon. Ich habe gerade Linda hier auf dem Arm, die ist heute sehr verspielt, die ist sehr gelangweilt. Ich lasse jetzt mal eben runter. Und ich habe mich gerade fertig gemacht. Heute ein bisschen schicker, weil heute kommt der Fotograf in die Schule für die Bilder fürs Jahrbuch und so. Und ja, genau. Ich habe schon mal ein Bett gemacht. Und warum ist das Licht immer so blau? Oh Gott, das macht meine Kamera denn hier. Aber jetzt müssen wir noch meine Adventskalender auspacken. Türchen 2 schon. Und für alle, die ich gerade verwirrt habe, wo ich gesagt habe, ich packe Türchen 2 aus, obwohl es schon mal wieder in der 3 ist. Ich sind immer einen Tag Zeit versetzt, weil ich das noch schneiden muss. Was ist das? Ah, es geht nicht raus! Oh, wie süß! Guck mal, das sind so Klammern, auch für das Heft und so. Und hier sind Kätzchen dran. Voll süß. Diese Putschen hier auch mit den Büroklammern. Ich habe endlich wieder Büroklammern. Ich brauchte neue. Danke, Mama. Ich packe ein paar hier direkt in den Ranzen in mein Fach. Damit, wenn ich irgendwelche Blätter bekomme, ich die dann zusammen machen kann für das jeweilige Fach. Geh doch auf, Ranzen. So, mein Mäppchen muss ich noch einpacken. Dann bin ich ready. Tschüss, Lindy. Hallo, mein Mäuschen. Bis später. Linda hält mein Bett warm. Ich würde auch lieber schlafen, Linda. Ich muss jetzt los. Oh. Fertig. So, wir sitzen jetzt im Auto. Sag mal hallo, Papa. Hallo. Und ja, heute haben wir Theater AG in der Schule. Also es gibt immer so verschiedene AGs in dieser längeren Mittagspause. Die geht immer 1,5 Stunden. Und deshalb kann man da irgendwie so eine halbe Stunde in so eine AG gehen. Und fast alle Mädchen aus meiner Klasse haben sich zu dieser Theater AG angemeldet. Die ist ja das erste Mal. Ich bin mal gespannt, wie es da wird. Ich glaube, es kann ganz lustig werden. Und ja, genau, da müssen wir heute auch in Spanisch und in Katalanisch so ein Lied lernen. Ein Weihnachtslied, das wir dann vortragen in einem Termin für die Eltern, so eine Vorführung machen. Und es wird sehr lustig, wenn ich auch Katalanisch singe. Das wird toll. Und ja, heute haben wir fast nur Sprachen und Doppelstunden. Also erstmal Doppelstunde Französisch und dann Doppelstunde Spanisch, dann Katalanisch und dann Deutsch. Und dann auch Doppelstunde Physik. Aber ja, ich glaube, Donnerstag ist immer der anstrengendste Tag. Wir haben ja Spanisch, oder? Ja, wir haben noch Spanisch heute. Wir haben auch noch immer Spanisch nach der Schule. Mit meinen Eltern habe ich das zusammen. Das machen wir dann auch noch. Von der Schule und von Starbucks. Hat voll geregnet, das nervt voll. Meine ganze Hose, ne? Die ist hinten nass geworden, weil die so in meinen Schuhen hing. In der Pfütze und ich dachte mir so, yay! Naja, auf jeden Fall ist heute Nachmittag ein bisschen stressiger, weil gleich kommt noch die Spanischlehrerin zu uns. In genau 6 Minuten. Wir haben nämlich 4:55 und die kommt um 5. Übrigens, ich habe bei Starbucks so ein Waffle Caramel Frappuccino genommen. Das hört sich übelst geil an, aber schmeckt gar nicht nach Waffel. Also es schmeckt nach irgendwas anderem. Ich kann leider nicht genau erklären, nach was. Aber heute hieß ich Marv. Und dann habe ich mir noch einen Blaubeermuffin geholt, weil es gab kein Bananenbrot. Mann, ja, aber der ist auch richtig geil. Den mag ich auch gerne. Jetzt habe ich noch genau wartet. Ja, 5 Minuten Zeit, um ihn zu essen. Und dann machen wir Spanisch. Aber es macht eigentlich immer relativ viel Spaß. Cinco, Mama. Cinco? Cinco. Also ich bin mit T-S-C-H geschrieben. Cinco. Oh, lo conozco. Cinco. Cinco. Este no, no lo conozco. Cinco. ¿Dónde? En el baño, hay estanterías? Sí, pues
Sedle? En el baño, en el dormitorio, en la cocina. En la cocina. En la cocina. Sí. Okay, Spanisch ist jetzt vorbei und ja, jetzt sind wir mittlerweile schon 7:30, aber ich habe jetzt gerade noch einer Freundin die Sachen geschickt von heute, die wir gemacht haben. Sie war heute nicht da. Genau, das habe ich jetzt irgendwie schnell gemacht und jetzt muss ich noch Deutschaufgaben machen. Das ist aber nicht so viel. Wir müssen nur bei unserer Kurzgeschichte rhetorische Mittel markieren und was für eine Charakterisierung machen. Das mache ich jetzt noch eben und danach essen wir dann auch schon zu Abend. Jetzt, yes, genau. Zurück in mein Zimmer und ich stretch mich jetzt noch was. Ich gucke dabei mal ein bisschen was hier auf meinem Laptop. Ich gucke immer Gossip Girl auf Englisch, weil ich habe schon auf Deutsch geguckt. Und ich liebe einfach Serien auf Englisch gucken. Und ja, genau, ich habe gerade eben meinen Ranzen schon gepackt und jetzt stretch ich mich. Ich höre das ein bisschen mit für euch. So, ich bin ja mittlerweile in meinem Bett rüber gewandert. Bin immer noch was an meinem Laptop anschauen. Aber ich beende jetzt mein Thema wieder dafür heute. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich mir ein bisschen den Tag durch mitgenommen habe. Ich habe euch einfach so gezeigt, was ich heute gemacht habe. Also, ja, ich hoffe, das gefällt euch. Und wartet, es gibt noch Child of the Day. Yay, das sollte ich nicht vergessen. Übrigens, meine Batterie blinkt von der Kamera. Die geht gleich aus, dann raste ich aus. Also, auf jeden Fall grüße ich heute die Anna. Sie hat geschrieben, hi, bei uns war heute der Fotograf da. Du bist so cool, ich würde mich mega freuen, wenn du mich mal grüßen könntest. Hab dich ganz doll lieb. Ja, danke für deinen lieben Kommentar. Und ganz liebe Grüße gehen raus an dich. Und wegen dem Fotograf, bei uns war ja heute auch der Fotograf in der Schule. Deshalb hast du das wahrscheinlich geschrieben. Übrigens, das war nicht ganz, ganz gut. Wir hatten irgendwie nur ein Try. Wir hatten nur ein Foto. Ich saß da so, kannte so eine Frau und richtete erstmal meinen Kopf überall so hin. Ich saß da so und ich so, und dann löst der Fotograf so aus und ich war so, oh, sind wir schon fertig? Und die so, ja, ja, nur ein Foto. Und ich war so, okay, dann nehmen wir das jetzt. Ja, auf jeden Fall, thanks for watching und wir sehen uns dann morgen wieder. Beim dritten Mal Wieländer. Ich hab euch lieb und ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zuschauen. Tschüssi, bis morgen.